Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, beim Press Briefing des Science Media Centers zur Wasserstoffimportstrategie. Ich bin Veronika Fritz und arbeite als Redakteurin für Energie und Mobilität beim SMC. Ich freue mich, dass Felix Mattes, Tillmann Altenburg und Jakob Wachsmuth heute hier sind und sich die Zeit für die Diskussion nehmen. Jakob Wachsmuth ist für Martin Wietschel eingesprungen, der heute kurzfristig verhindert ist. Vielen Dank nochmal, dass Sie das so spontan heute möglich gemacht haben. Und ich stelle Sie drei gleich noch genauer vor. Zuerst aber kurz zum Hintergrund für dieses Pressbriefing. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es ja immer wieder Nachrichten um das Thema Wasserstoff. Anfang Juli konkretisierte das Wirtschaftsministerium die lang ersehnten Pläne für die sogenannten Backup-Kraftwerke, die zukünftig mit Wasserstoff laufen und das erneuerbare Stromsystem stützen sollen. Wichtige Details, beispielsweise wie der geplante Kapazitätsmarkt ausgestaltet wird, fehlen aber noch. Kurz darauf teilte das Wirtschaftsministerium mit, dass ein erster Liefervertrag im Rahmen des Förderprogramms H2 Global abgeschlossen wurde. Von 2027 an und damit deutlich später als ursprünglich erhofft, soll Ägypten gut 250.000 Tonnen grünen Ammoniak, ein Wasserstoffderivat, an Deutschland liefern. Dass es in vielen Bereichen mit dem Wasserstoff langsamer vorangeht als geplant, bestätigte vergangene Woche auch der EU-Rechnungshof. In seinem Bericht heißt es, dass es entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoff noch Probleme gebe. Die EU-Ziele für den Import und die Produktion von Wasserstoff bis 2030 seien zu ambitioniert und müssten einem Realitätscheck unterzogen werden. In dieser Gemengelage wird also das deutsche Bundeskabinett voraussichtlich am kommenden Mittwoch, also übermorgen, über eine Importstrategie für Wasserstoff entscheiden. Welche Aspekte beim grenzüberschreitenden Handel mit Wasserstoff besonders relevant sind und wo Spannungsfelder und Zielkonflikte liegen, wollen wir hier heute diskutieren. Vorher noch ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten. Wir freuen uns, wenn Sie viele Fragen stellen. Schreiben Sie diese bitte in den Frage-Antwort-Bereich von Zoom und nicht in den Chat. Dann können wir die Fragen einfacher sammeln, zusammenfassen und sie den Experten stellen. Eine Aufzeichnung des Gesprächs finden Sie über den Link in der Einladungsmail etwa eine Stunde nach Ende des Pressbriefings auf unserer Website. Etwas später folgt dort dann auch eine maschinell erstellte Rohfassung des Transkripts. Und das überarbeitete Transkript können wir ab morgen Mittag ungefähr ebenfalls über die Website zur Verfügung stellen. Genauso viel erstmal zum Organisatorischen. Jetzt begrüße ich als erstes Dr. Felix Mattes. Er ist Politikwissenschaftler und Forschungskoordinator für den Bereich Energie- und Klimapolitik am Öko-Institut. Außerdem ist er Co-Vorsitzender des Nationalen Wasserstoffrats, einem Expertengremium, das die Bundesregierung berät. An der Ausarbeitung der Importstrategie war er aber nicht beteiligt, also er kann hier seine unabhängige Einschätzung geben. Außerdem ist kurzfristig eingesprungen Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Er arbeitet dort im Kompetenzcenter Energiepolitik und Energiemärkte und beschäftigt sich mit dem Wasserstoffmarkthochlauf und der Transformation der Gasinfrastrukturen. Er war auch an einer Meta-Analyse beteiligt, die die aktuelle Studienlage zu internationalen Handelsströmen für Wasserstoff und seine Derivate untersucht hat. Und schließlich begrüße ich Dr. Tillmann Altenburg. Er ist Wirtschaftsgeograf und Leiter des Forschungsprogramms Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme am German Institute of Development and Sustainability. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Auswirkungen vom Wasserstoffhandel auf die Exportländer. Auch er ist Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Schön, dass Sie alle drei hier sind. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Mattes. Wie gerade beschrieben, passiert politisch im Bereich Wasserstoff gerade relativ viel. Wie lässt sich die geplante Importstrategie da einordnen? Also was soll die Strategie bewirken? Ja, ich glaube, es gibt vier wichtige Punkte mit Blick auf die Wasserstoffimportstrategie. Das erste ist, das ist ein eher untypisches Instrument. Wir haben ja die nationale Wasserstoffstrategie, die umfasst alle Maßnahmen, die die Bundesregierung gemacht hat oder die sie vorhat, um den Wasserstoffhochlauf zu ermöglichen. Die Importstrategie ist was anderes. Die ist ein Informationsinstrument, was sich im Kern nach außen richtet. Und dieses nach außen richten hat unterschiedliche Facetten. Das erste ist, sie will, muss und wird hoffentlich ein klares Signal bieten dafür, dass Deutschland ein verlässlicher und vor allen Dingen auch zahlungsbereiter Importeur von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten ist. Damit wird die Importstrategie stehen und fallen, ob man nicht nur Zahlen reinschreibt, die man aus irgendwelchen Studien genommen hat oder die man aus irgendwelchen Zielwerten der nationalen Wasserstoffstrategie, sondern ob diese Importmengen, und wir werden größere Importmengen benötigen, ob dahinter auch kaufkräftige Nachfrage
steht. Und vor allen Dingen kaufkräftige Nachfrage in überschaubaren Zeiträumen. Daran wird sich das Schicksal der Wasser, der Importstrategie entscheiden, ob diese Zahlen glaubwürdig sind. Weil früher oder später geht es immer um Geld. Und Wasserstoff ist nach wie vor eine relativ teure Angelegenheit. Das heißt, wir werden relativ viel Geld brauchen. Es ist einiges passiert. Wir haben Förderprogramme für Stahlwerke. Wir haben seit letzter Woche die erste Runde der sogenannten Klimaschutzverträge für die Industrie. Wir haben die Kraftwerksstrategie, die zu Wasserstoffbedarf allerdings ein bisschen später führen wird und so weiter. Das ist das Erste. Die zweite Aufgabe, die die Importstrategie hat, ist ein bisschen Klarheit in das heillose Durcheinander zu bringen, was wir haben in der Wasserstoffdebatte allgemein, aber auch bei der Debatte über Importe, nämlich die Unterscheidung zwischen Wasserstoff und Wasserstoffderivaten. Wir haben eine Vielzahl von Meldungen, wo Minister und Staatssekretäre durch die Welt reisen und sagen, ich schließe hier Memorandums of Understanding zum Wasserstoffimport. Oft sind das Wasserstoffderivate, die braucht man für andere Dinge als den Wasserstoff. Und das, was wir im Moment verstärkt anreizen, mit den Klimaschutzverträgen, mit den Stahlprojekten, mit der Kraftwerksstrategie ist der Bedarf von Wasserstoff und nicht von Wasserstoffderivaten. Hier eine klare Unterscheidung zu machen, ist die zweite Aufgabe der Importstrategie. Die dritte ist, wir werden, wenn es um Wasserstoff geht, größere Mengen, die wir benötigen, über Pipelines importieren. Und die haben eine Vielzahl von Vorschlägen über Korridore und Pipeline-Projekte. Und was diese Importstrategie am Ende des Tages andeuten oder machen muss, ist die Priorisierung der Importkorridore. Weil auf der einen Seite können wir uns nicht abhängig machen von nur einem Lieferanten. Auf der anderen Seite, wenn man alle Importkorridore, die diskutiert werden, sich ansieht, dann kann das nicht funktionieren. Und dadurch, dass auf diese Importkorridore so viele Erwartungen gestützt werden, wird die Importstrategie hier eine Priorisierung auch über die Zeit vornehmen müssen. Und ich bin gespannt, ob sie das kann. Und der vierte Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass Deutschland klar macht, was sind die Standards, die wir an Wasserstoff und Wasserstoffderivatimporte anlegen. Da haben wir von der europäischen Ebene Standards, was den grünen Wasserstoff angeht. Wir haben im Moment in der Diskussion Standards, die um den sogenannten Niedrig-CO2-Wasserstoff gehen. Wir haben aber jenseits der Klimastandards auch soziale und andere Standards. Und hier sollte und muss die Importstrategie klar machen, was die Maßstäbe sind und was die Praktikabilitäten sein können für die Zertifizierung von Wasserstoffimporten und Wasserstoffderivatimporten jenseits des CO2-Fußabdrucks. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie schon viele Themen angeschnitten, zu denen wir später sicherlich auch nochmal kommen werden. Der dritte Punkt mit den Pipeline-Korridoren leitet ganz gut über zu meiner nächsten Frage an Herrn Wachsmuth. Und zwar ja, ein Themenaspekt der Importstrategie sind die möglichen Herkunftsländer. Was würden Sie sagen, ist es besser, da sich möglichst breit aufzustellen, den Import zu diversifizieren, oder sollte sich Deutschland auf bestimmte Regionen fokussieren? Und vielleicht können Sie das dann noch ergänzen, wie ist eigentlich die globale Situation beim Wasserstoff? Also welche anderen Länder sind noch an Importen interessiert? Ja, gerne. Herr Mattes hat da ja schon einige Punkte aufgerufen und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir uns nicht wieder von einzelnen sehr wenigen Ländern abhängig machen wollen, jetzt beim Wasserstoff, so wie wir das früher beim Gas hatten und ja da gerade gegensteuern. Umgekehrt ist eben auch klar, wir können nicht, wie Herr Mattes das gesagt hatte, beliebig viele Importkorridore oder Wege aufmachen, weil mit der Anzahl der Lieferländer sozusagen auch die Kosten steigern, weil man auch hier Skaleneffekte hat. Erst durch große Projekte werden sozusagen die Kostensenkungen möglich. Und vor diesem Hintergrund muss man sich dann eben fragen, von wo will man den Wasserstoff haben? Wir reden ja vor allen Dingen auch über grünen Wasserstoff und da sind wir in der komfortablen Situation eigentlich, dass grundsätzlich ist erneuerbare Strompotenziale sehr weit verteilt auf der Welt gibt und im hohen Maße. Und zwar viel haben wir das im globalen Süden, in Lateinamerika, in Afrika, in Australien, aber auch natürlich auch in näherem Umfeld von Deutschland, in Nordafrika, selbst innerhalb von Europa hohe
erneuerbaren Potenziale in Spanien weiteren Mittelmeerländern, aber auch im Norden in Skandinavien. Und vor diesem Hintergrund gehen wir jetzt aktuell davon aus, dass Deutschland im Prinzip in der einer bisschen speziellen Situation sein wird im internationalen Wettbewerb, in dem Sinne, dass es zu den wenigen Ländern gehören wird, die gar nicht so große Erneuerpotenziale haben, dass sie ihre eigenen Bedarfe gut decken können. Gibt es in Europa noch ein paar weitere, vor allen Dingen die Benelux-Länder. Es gibt weltweit, sehen wir dann vor allen Dingen als mögliche große Importeure auch Japan und Südkorea. Aber der Großteil der anderen Länder ist erstmal eher in der Lage, die eigenen Bedarfe selbst zu decken. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Wasserstoff überhaupt genutzt wird und gegebenenfalls auch noch zu exportieren. Also das gilt für die eben genannten Länder. Das gilt aber auch für die USA, die tendenziell eher ein Exporteur als ein Importeur sein werden. Das gilt auch für China, wobei es dann immer noch bei so großen Ländern eine spezielle Rolle spielen kann, dass es in manchen Regionen Importe gibt, in anderen Exporte und es gar nicht unbedingt innerhalb des Landes gedeckt wird. Ja, danke schön. So. Das heißt, Deutschland ist eines der wenigen Länder, das überhaupt eine Importstrategie braucht für Wasserstoff. Genau, vor diesem Hintergrund würde ich noch einmal kurz zurückkommen, dann auf die Frage, also wie weit sollen wir diversifizieren? Herr Mattes hat auch schon gesagt, wir müssen klar unterscheiden zwischen Derivaten und Pipeline-Gas. Und für Pipeline-Gas, also Pipeline-Wasserstoff, bietet sich das nähere Umfeld von Europa an, einfach weil beliebig lange Pipeline-Transporte sehr teuer werden und umgekehrt, wenn wir es doch über Schiff machen würden, die Kosten sehr hoch werden würden. Und da sind eben Regionen in Nordafrika, aber auch in Skandinavien und auch innerhalb Europas die primär wichtigen. Und da ist es jetzt auch so, dass es natürlich qualitative Unterschiede gibt bei den Importländern, dass wir mit manchen Ländern vielleicht noch mehr Vertrauen haben als mit anderen und in dem Sinne es auch sehr wichtig ist, diese in die Importe einzubinden. Also ich rede jetzt speziell über die EU und ihre unmittelbaren Partner und darüber hinaus dann eben einzelne Korridore zu entwickeln. Wenn wir auf Derivate schauen dagegen, da erwarten wir eher, dass es einen globalen Markt geben wird über den Schiffstransport und da dann sozusagen aber auch weniger wichtig ist, jetzt einzelne Importrouten zu entwickeln, auch wenn wir dann kurzfristig vielleicht erstmal nicht ganz große Mengen zur Verfügung haben. Wir sehen aber auch, dass diese erst langfristiger benötigt werden. Okay, Dankeschön. Ja, bevor ich die nächste Frage an Herrn Altenburg stelle, einmal nochmal den Hinweis an die Journalistinnen und Journalisten. Fangen Sie gerne schon an, Fragen zu stellen, die wir dann im Anschluss an die Einstiegsfragen weitergeben können. Ja, Herr Altenburg, auch wenn die endgültige Fassung der Importstrategie jetzt noch nicht veröffentlicht ist, kursieren ja schon verschiedene Fassungen. Was lässt sich auf Basis dessen zu den Schwachpunkten der Strategie sagen? Also was fehlt Ihrer Meinung nach? Ja, also wie gesagt, die endgültige Strategie liegt mir auch noch nicht vor. Ich denke, insgesamt ist es ein ausgewogenes Dokument. Was das Hauptproblem ist, das hat ja Felix Matthes auch schon angesprochen, ist, glaube ich, dieses ein klares Bekenntnis zu machen. Wir hinterlegen sozusagen unsere Wünsche zu dekarbonisieren, auch tatsächlich mit den notwendigen Investitionsmitteln. Das könnte, glaube ich, noch deutlicher werden. Ich glaube, was ich mir auch gewünscht hätte, ist ein klares Bekenntnis. Ich weiß nicht, inwieweit das am Ende drinstehen wird. Ich fürchte nicht, dass wir eben Wasserstoff dort einsetzen, wo es sinnvoll ist, Wasserstoff einzusetzen. Also die sogenannten Hard-to-Abate-Sektoren, Stahlindustrie, Chemieindustrie, Schwertransport, Flugtransport und so weiter. Und eben zum Beispiel nicht für E-Fuels oder solche Dinge, die jetzt gerade in der EU-Debatte wieder hochkommen, weil man eben es sehr ineffizient ist, Automobile mit Wasserstoff zu betreiben. Das ist eine große Verschwendung eigentlich, weil alles, was man direkt elektrifizieren kann, sollte man direkt elektrifizieren. Also diese Art von Fokussierung des knappen Wasserstoffs auf die Dinge, wo wir wirklich Wasserstoff brauchen für die Dekarbonisierung, das ist sicherlich was noch stärker betont werden müsste und wo es im Moment eine Debatte gibt, sozusagen hier, um einfach die Verbrennungstechnologie zu retten, hier eine Scheindebatte aufzumachen mit E-Fuels und so weiter. Ansonsten gibt es natürlich eine Reihe von Zielkonflikten, die in der Strategie auch nicht so leicht aufzuheben sind. Es gibt Interessen natürlich auf deutscher Seite, Technologieexporteur,
zu sein, möglichst viel Wertschöpfung bei uns zu halten. Das sind legitime Interessen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Länder, aus denen wir importieren möchten, in der Regel eben auch sehr kritisch sind, was einfach unverarbeitete Rohstoffexporte angeht. Da besteht also der Wunsch nach lokaler Wertschöpfung. Also erstens zeigen die meisten Strategien von Ländern, vor allem im globalen Süden, dass es sehr stark darum geht, eben vor Ort zu dekarbonisieren, ehe sie exportieren, und zweitens eben Wertschöpfung zu erhöhen. Und da gibt es natürlich Zielkonflikte zwischen den Eigeninteressen. Letzter Punkt vielleicht noch, wo ich mir auch Klarheit erhoffen würde, wäre die Frage von wie gehen wir mit blauem Wasserstoff um? Wir haben eine gewisse Verschiebung in der Debatte gesehen von grünem Wasserstoff, der ganz klar priorisiert wurde in der ersten Wasserstoffstrategie. Es wurde mittlerweile ein bisschen geöffnet, auch mit guten Gründen geöffnet, weil wir eben sehen müssen, dass der Markthochlauf für grünen Wasserstoff sehr langsam vorankommt. Und deswegen gibt es eben insbesondere blauen Wasserstoff, also aus Erdgas mit Carbon Capture, mit also Abscheidung von CO2-Emissionen. Das wird mittlerweile wohl die Technologie sein. Das führt dann auch zu einer Verschiebung der Lieferländer. Ne? Also zum Beispiel Norwegen spielt dann eben plötzlich eine große Rolle und nicht mehr irgendwie afrikanische Länder mit Sonnenschein. Und da ist die Frage, wie gehen wir mit den Standards um? Also ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, blauen Wasserstoff als eine Brücke einzusetzen. Aber wie stellen wir sicher, dass die Brücke nicht sozusagen der langfristige Standard wird, weil eben blauer Wasserstoff doch eben weniger emissionsfrei ist als grüner Wasserstoff und deswegen ganz klar eine Second-Best-Sache, wo man aufpassen muss, dass man jetzt nicht die Weichen stellt in eine langfristige Etablierung einer neuen Gasindustrie quasi. Ja, danke schön. Zum Thema blauer und grüner Wasserstoff kommt auch sicherlich später nochmal. Hier gibt es direkt eine Nachfrage an Sie, Herr Altenburg, von den Teilnehmenden. Und zwar die Frage, warum halten Sie die von Fraktionen wie der FDP oder konservativen EU-Parlamentariern angeschobene Debatte um E-Fuels für eine Scheindebatte? Ja, man braucht, ich glaube, das Fünffache an erneuerbare Energie, um ein Auto mit E-Fuel zu betreiben gegenüber der direkten Elektrifizierung. Also es ist einfach eine enorme Verschwendung einer knappen Ressource. Und das wird dann eben als Technologieoffenheit verbrämt, aber es ist einfach klimapolitisch absoluter Unsinn und auch betriebswirtschaftlich absoluter Unsinn. Insofern glaube ich, geht es hier eher darum, also einen Erhalt der Verbrennertechnologie quasi durch die Hintertür zu erreichen und also klimapolitisch und betriebswirtschaftlich ist es einfach nicht sinnvoll. Dankeschön. Ja, noch eine Frage. Im Rahmen der Importstrategie werden wahrscheinlich auch wieder Zahlen genannt, wie viel Wasserstoff Deutschland bis zu bestimmten Zeitpunkten benötigt. Ja, vielleicht Herr Mattes, so wie sind diese Zahlen einzuordnen? Wie groß sind da die Unsicherheiten und wovon hängt es eigentlich ab, wie viel Wasserstoff wir am Ende wirklich, wirklich brauchen? Da haben wir eine paradoxe Situation. Wir haben relativ robuste und belastbare Zahlen langfristig. Die großen in sich Unsicherheiten bestehen im zeitlichen Verlauf. Also der Treiber für Wasserstoff ist ja die Klimaneutralitätsdebatte. Also ich bin ja ein bisschen etwas älterer Herr und das ist im Moment die dritte Wasserstoffmelle meiner professionellen Karriere. Wir haben 1990 schon mal eine ganz große Wasserstoffwelle gehabt. Wir haben um das Jahr 2000 schon mal eine ganz große Welle um Wasserstoffdiskussionen gehabt. Die sind immer wieder abgeebbt. Was der Unterschied zur aktuellen Wasserstoffdebatte ist, dass wir jetzt über Klimaneutralität reden. Das heißt, es geht um 100% Emissionsminderung und da müssen einfach Sektoren adressiert werden, die, wenn man über 80% Emissionsminderung redet oder 70, die dann reserviert worden wären für fossile Energien. Sozusagen, das ist, glaube ich, der qualitative Unterschied, über den wir reden, dass man eben Stahlwerke und auch die restlichen Stromerzeugungsanlagen nicht mehr mit Erdgas betreiben kann, wenn man Klimaneutralität als Ziel hat.
Und da gibt es ein paar Sektoren, da sind sich alle einig. Und ich glaube, auch hier ist es wieder extrem wichtig, zu unterscheiden zwischen Wasserstoff und Wasserstoffderivaten. Alle sind sich einig, wir werden in der Industrie erhebliche Wasserstoffbedarfe haben. Wir werden im Kraftwerkssektor einschließlich von Teilen der Fernwärmeerzeugung erhebliche Wasserstoffbedarfe haben. Und wir werden mit einiger Wahrscheinlichkeit Wasserstoffbedarfe haben im Langstrecken-Schwerlastgüterverkehr. Das ist in Bezug auf Wasserstoff, da ist weitgehender Konsens. Und wir haben weitgehenden Konsens, dass wir für den Flugverkehr, für den Schiffsverkehr und als Rohstoff für die chemische Industrie Wasserstoffderivate brauchen, weil ohne das wird es nicht gehen. Und dann haben wir so ein paar Sektoren, wo heftig gestritten wird, wo das aber im Kern ganz oft um eine Narrativdebatte geht und gar nicht so sehr um die Inhalte. Und das schließt so ein bisschen an die E-Fuels-Debatte an. Wir haben einen großen Konflikt um Wasserstoff im Heizungskeller. Also wird Wasserstoff in jeden letzten Heizungskeller gemacht werden? Wird Wasserstoff im PKW-Segment eine Rolle spielen? Und werden E-Fuels, die wir im Luftverkehr werden brauchen, weil es da wenig gute Alternativen gibt, werden die auch im LKW und im PKW-Sektor eine große Rolle spielen? Und meine Interpretation ist, wenn man auf die Zahlen guckt und wenn man sich gerade auch vergegenwärtigt, dass die erste große E-Fuels-Ausschreibung gescheitert ist, weil es die Technologien nicht gibt, weil die Kosten zu groß sind und so weiter, dann sind diese Heizungskeller-Debatte und die E-Fuel-Debatte im PKW und auch im LKW sind im Kern gar nicht Debatten um E-Fuels, sondern sind im Kern Narrativdebatten, dass der technologische Stock, dass die Technologien nicht geändert werden müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin da tiefenentspannt. Wasserstoff wird im Heizungskeller längerfristig nicht zum Trage kommen und die E-Fuels in den PKW sehe ich auch nicht. Von daher bin ich da tiefenentspannt. Diese Debatten werden nur den Umstieg auf die neuen Technologien verlangsamen. Und das sind überwiegend konsumentennahe Bereiche, wo also die Unsicherheit oder die Sicherheit der Konsumenten eine ganz große Rolle spielt. Und da sind eben diese Debatten aus meiner Sicht tendenziell schädlich. Ich habe überhaupt keine Sorgen, dass es im großen Stil kommen wird. Ich habe große Sorgen, dass nur die Debatte den Umstieg auf die notwendigen neuen Technologien verzögern wird. Das wird es auch nicht verhindern können, aber es wird es verzögern können. Und da ist man dann bei Klimapolitik. Wenn wir bestimmte Wasserstoffmengen nicht ins System bekommen, dann kriegen wir auch die Ziele nicht realisiert. Also wenn wir nicht deutlich größere Mengen, als das heute geplant wird oder als wir heute das schon durchfinanziert haben, für die Industrie an Wasserstoff bereitstellen können, ob das jetzt blauer oder grüner ist, da spielen auch Kosten sicherlich noch eine Rolle, dann werden wir zum Beispiel Klimaschutzziele in der Industrie nicht erreichen. Und das ist in vielen politischen Kreisen zu wenig angekommen. Dankeschön. Ja, noch eine Frage zum Thema grünen Wasserstoff an Herrn Wachsmuth. Ich denke, Sie könnten dazu was sagen. Sie hatten ja schon gesagt, global ist das Potenzial für die Erzeugung von grünem Wasserstoff ziemlich hoch. Welches Potenzial sehen Sie für die Produktion von grünem Wasserstoff denn in Deutschland? Also in unseren Systemstudien, die wir machen, die sich immer auf Deutschland und auch den europäischen Rahmen drumherum beziehen, sehen wir, dass langfristig in Deutschland eine Wasserstofferzeugung schon ein Pfeiler sein kann, der wichtig ist, den jetzt auch ausbauen und sozusagen politisch zu unterstützen. Es ist aber so, dass wir einfach, ne, dadurch, dass wir einerseits sehr dicht besiedeltes Land sind und andererseits auch im Moment sehr hohen, vergleichsweise hohen Industriewertschöpfung hier haben, deutlich mehr Wasserstoff benötigen als andere Länder und das im Vergleich zu einer kleineren Fläche und deswegen sicherlich diese heimische Erzeugung nicht Importe völlig ersetzen kann. Also das heißt, die sind ein wichtiger Pfeiler auch im Sinne von Diversifizierung, auch weil wir dann auch, obwohl sie höhere Kosten teilweise haben, weil wir eben nicht so günstige Erneuerungspotenzial haben, uns andere Kosten sparen, wir brauchen dann weniger große Pipelines unter Umständen und in dem Sinne, ja, ein Pfeiler, aber kein Ersatz für Importe, insbesondere auch aus dem europäischen Umland.
Kann man da ungefähr eine Größenordnung geben, welchen Anteil des Bedarfs Deutschland durch eigene Produktion decken kann? Also langfristig wird es sicherlich unter 50% liegen, aber auch vielleicht schon in diese Größenordnung gehen. Es ist wieder im zeitlichen Verlauf die große Frage, was geht wie schnell? Wir sehen überall Probleme, dass es Verzögerungen geben kann. Das kann Pipeline-Projekte betreffen, um Wasserstoffimporte per Pipeline zu realisieren. Es kann eben den großgaligen Import auf dem Seeweg betreffen. Und es kann auch bei deutschen Projekten haben wir in letzter Zeit viele Rückschläge gesehen, dass sie nicht gekommen sind. Deswegen glaube ich, das wird sehr dynamisch sein und da muss man auch flexibel anpassen können, seine Ziele, um darauf eingehen zu können, wo kommt man gut voran und wo kommt man weniger gut voran. Vielleicht darf ich noch mal einen Punkt ergänzen, weil Ja, das, glaube ich, gerne. wichtig ist. Also ich glaube, wir haben die physische Restriktion der erneuerbaren Stromerzeugung in Deutschland. Das ist ganz klar. Wir werden den benötigten Wasserstoff niemals hier erzeugen können. Wie gesagt, dass alle Analysen sagen, es sind mehr als 50%. Ich würde sogar mich darauf zu hinreißen lassen. Es werden am Ende des Tages mehr als drei Viertel importiert werden müssen. Wir haben aber auch die Kostenfrage. Und da haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja jetzt einige Erfahrungen gemacht mit der ersten Ausschreibung der European Hydrogen Bank. Wir haben H2 Global, die erste Ausschreibung. Und da ist einfach so eine bittere Kostenwahrheit auch ans Licht gekommen. Also wenn man das mal umrechnet, das sind ja mal so schwierig mit den Maßeinheiten, aber wenn man sagt, wenn man heute Erdgas einsetzt plus CO2, ist das ungefähr ein Wasserstoffpreisäquivalent von 2 € pro Kilogramm. Bei den ersten Auktionen der Hydrogen Bank sind Deutschland und Niederlanden Preise für Wasserstofferzeugung aufgerufen worden von mehr als 10 €, also das Fünffache des heutigen Erdgaspreises inklusive CO2. Es sind in Skandinavien auf der Iberischen Halbinsel, es wird so ungefähr das Doppelte bis Dreifache aufgerufen und wir gehen im Moment davon aus, dass blauer Wasserstoff sozusagen etwa das Doppelte des heutigen Erdgasäquivalents hat. Also das heißt, wir reden schon über hohe Kosten, diese Kostendifferenzen müssen überbrückt werden. Und da ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Von daher ist blauer Wasserstoff nicht nur aus der Mengenperspektive, sondern auch aus der Kostenperspektive ganz interessant. Aber blauer Wasserstoff hat fast keine Kostensenkungspotenziale, während grüner Wasserstoff erhebliche Kostensenkungspotenziale hat. Das heißt, wir müssen auch aus der Kostenperspektive erstens dafür sorgen, dass Geld bereitgestellt wird. Wenn nicht Geld bereitgestellt wird, deutlich mehr als heute, werden wir die Wasserstoffziele nicht erreichen und schon gar nicht mit grünem Wasserstoff. Und dann triggern wir eben auch nicht die Kostensenkung von grünem Wasserstoff. Aber es ist auch klar geworden, dass, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für die Niederlande, also Nordwesteuropa, dass wir hier auch aus der Kostenperspektive nicht der beste Standort sind. Und deswegen werden wir uns sehr stark insbesondere um die kostengünstigen Exportregionen in Europa kümmern müssen. Und das sind Skandinavien, das ist die Iberische Halbinsel, die Nordsee, das britische Königreich spielt eine große Rolle. Und wir haben die große Unbekannte Osteuropas. Und da sind wir wieder bei den Korridoren, dass wir Korridore planen und angehen müssen, die uns die Optionen offen halten, auch an den kostengünstigen grünen Wasserstoff zu kommen. Das schließt Nordafrika ein, der Rest der Welt geht es um Wasserstoffderivate. Das ist aber etwas, was wir jetzt vor allen Dingen kurz- und mittelfristig gar nicht so sehr brauchen, sondern eher mittel- bis langfristig. Danke. Dazu gab es direkt noch eine Nachfrage zu den Kosten von grünem Wasserstoff. Gerne auch Sie, Herr Mattes. Ja, und zwar, wie Sie auch gerade so schon gesagt hatten, ist grüner Wasserstoff teurer als vor wenigen Jahren vorhergesagt. Welche Entwicklung erwarten Sie denn für die kommenden Jahre für die Kosten von grünem Wasserstoff? Also wie stark können die Kosten da sinken? Naja, die Kosten von grünem Wasserstoff werden ja im Kern durch zwei Dinge bestimmt oder eigentlich durch drei Dinge. Erstens, was sind die Kosten erneuerbaren Stroms? Zweitens, wie ist die Auslastung der Elektrolyseanlagen? Und drittens, wie teuer sind Elektrolyseanlagen? Und typischerweise besteht grüner Wasserstoff, das streut sehr stark, aber so zu zwei Drittel aus Stromkosten und zu einem Drittel aus Kosten für die Elektrolyseanlage. Und wie gesagt, die Kosten für die Elektrolyseanlage ergeben sich wieder aus den Investitionskosten und wie lange die im Jahr betrieben wird. Das heißt, je mehr wir an
lange Auslastung, das heißt an große, längerfristig betreibbare Portfolios an erneuerbare Energien rankommen, umso besser ist das. Und von daher ist es so wichtig, gerade in Deutschland oder in Nordwesteuropa, dass wir zwischen 2030 und 35 ein weitgehend emissionsfreies Stromsystem haben. Dann können wir nämlich auch in Europa und in Skandinavien und UK und auf der Iberischen Halbinsel Elektrolyseanlagen 4, 5, 6.000 Stunden betreiben. Die Stromkosten werden deutlich sinken. Das zeigen alle Analysen. Wenn wir jenseits der 80% erneuerbaren Anteil sind, werden wir attraktive Strombezugsbedingungen haben. Und dann haben wir natürlich technischen Fortschritt. Das nennen wir im Fachjargon Upscaling and Upnumbering. Das heißt, wir brauchen größere Elektrolyseanlagen und wir brauchen mehr Elektrolyseanlagen. Und dann kann man sich da vorstellen, dass die Kosten bei der Elektrolyse um 50% sinken. Das heißt aber, und das ist der Unterschied, und da wird manchmal so ein kleiner Fehlschluss in der Parallelität zu erneuerbaren Energien gezogen. Wenn die Kapitalkosten für die Elektrolyse nur ein Drittel der Gesamtkosten sind und man halbiert dann die Investitionskosten, dann ist man eben bei einer Gesamtkostensenkung von 15% und nicht von 80 oder 90. Das heißt also, man muss alles vorantreiben, aber im Kern geht es darum, dass wir große Anteile von erneuerbaren Energien im Bereich der Stromerzeugung verfügbar machen können für die Elektrolyse. Und dann sind Kostenniveaus nicht auf dem heutigen Gasniveau inklusive CO2, sondern Kostenniveaus von 3 oder 4 € pro Kilogramm denkbar und vorstellbar. Das ist auch möglich. Das ist dann längerfristig auch das Kostenniveau von blauem Wasserstoff. Das heißt, irgendwann schneiden sich diese Kurven, aber eben nur, wenn wir Upscaling und Upnumbering bei der Technologie machen und wenn wir sehr schnell große Erfolge beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hinbekommen. Dankeschön. Ja. Herr Ja, noch Wachsmann, wollen kurz. Sie kurz ergänzen und dann würde ich zur nächsten Frage gehen? Genau, also in kurz- bis mittelfristig ist ja eben noch ein wichtiger Faktor, den man auch nicht vernachlässigen darf, dass es eben nicht ausschließlich um die Kosten der Wasserstoffherstellung geht, sondern im Endeffekt um die Preise, die dafür aufgerufen werden. Und ist in doppelter Weise wichtig. Einerseits, weil wir für Strom eben zwar oft dann werden niedrige Gestehungskosten für die Erzeugung von erneuerbarem Strom aufgerufen, aber in Wirklichkeit können wir die gar nicht realisieren, weil der Strom auch auf den Strommärkten gehandelt wird und da hohe Opportunitätskosten bestehen, die dafür sorgen, dass eben eher der Strom zu Marktpreisen genutzt werden muss, für die Wasserstoffherstellung. Das treibt den Preis schon nach oben. Und dazu kommt, dass wir im Moment ein knappes Angebot haben. Und wenn die Nachfrage höher ist, wir auch Nachfrage zum Beispiel aus unseren Nachbarländern sehen, dann wird auch das noch dazu führen, dass die Preise eben höher sind als das, was man eigentlich erstmal als Gestehungskosten des Wasserstoffes ausrechnen würde. Und in dem Sinne ist zumindest in einer Übergangsphase nochmal mit deutlich höheren Wasserstoffpreisen zu rechnen als nur auf Basis so einer rein kostenbasierten Betrachtung. Danke für die Ergänzung. Herr Altenburg, es gab eine Frage zu Wasserstoffimportverträgen, konkret zu den H2-Global-Auktionen. Im Slot für Ammoniak gab es nun einen erfolgreichen Bieter, im Slot für Sustainable Aviation Fuels keinen. Wie bewerten Sie dies vor dem Hintergrund der Wasserstoffimportpläne? Und dazu noch eine andere Frage, die dazu gut passt. Würden Sie sagen, vor dem Hintergrund sind die ersten H2-Auktionen in die falsche Richtung gelaufen? Gut, also die Ergebnisse sind natürlich enttäuschend und dahinter stehen einfach diese Kostendifferenzen. Ein Punkt, den wir vielleicht noch nicht genannt haben, ist also gerade bei den Derivaten, die ja dann zum Teil auch aus Ländern kommen, globalen Süden. Es gibt immer, Namibia wird immer sehr, sehr viel als Beispiel genannt, zum Beispiel als einen potenziellen Ammoniak-Exporteur. Da kommen eben noch die Kapitalkosten dazu. Das ist eben auch ein großes Problem, dass die Länder sozusagen Kredite aufnehmen müssen, sich refinanzieren zu sehr, sehr viel ungünstigeren Bedingungen, als das ein europäisches Land machen kann, in dem also ein positives Rating der Ratingagenturen gibt und wo dementsprechend die Refinanzierung
der Banken eine ganz andere Basis hat. Ja? Das heißt, Kreditkosten sind sehr hoch und die ganzen Vorinvestitionen, die getätigt werden müssen, Infrastruktur und so weiter, die sind dann eben nicht möglich, wenn man nicht irgendwie De-Risking-Instrumente findet, die das eben dann auch möglich machen, dass solche Investitionen in Länder mit hohem Länderrisiko stattfinden können. Ne? Dankeschön. Eine Frage zum Ammoniak, noch eine weitere Frage zum Ammoniak. Wenn man Ammoniak importiert, aber daraus Wasserstoff, also reinen Wasserstoff wieder machen möchte, braucht man einen Ammoniak-Cracker. Da ist die Frage dazu, wie weit die Technologie ist, ob es schon Anbieter gibt oder wie viele Anbieter es gibt, die das schon umsetzen können und wie das Cracken die Kosten für den Wasserstoff beeinflusst. Ich weiß nicht, Herr Wachsmuth, können Sie dazu was sagen? Ja, kann ich versuchen. Tatsächlich ist es so, dass es schon, also bisher, dass diese Technologie existiert im kleinen skaligen Bereich und wird da genutzt. Aber wenn wir uns das als Grundlage nehmen, dann wären die Kosten so hoch, dass sich das nicht lohnen würde. Das heißt, wir brauchen auch hier eine starke Skalierung. Es gibt große angekündigte Projekte, auch in Deutschland, wobei die noch ferner der Realisierung sind, als jetzt zum Beispiel in den Niederlanden, im Rotterdamer Hafen. Es bestehen aber, weil das noch nicht industriell realisiert ist, trotzdem natürlich hohe Unsicherheiten über die Kosten und die Wirkung, auch die Wirkungsgrade und wie viel Energie dabei verloren geht. Das heißt, prinzipiell sehen wir jetzt Ammoniak zeitnah zumindest nicht als die Option, die uns direkt Wasserstoff ersetzt. Es kann trotzdem sinnvoll sein, Ammoniak zu importieren, aber wenn, dann ist es am wichtigsten, den dort erstmal, wo wir eben Ammoniak nutzen, ihn direkt zu nutzen, also in der Düngemittelherstellung oder auch neue Anwendungen für grünen Ammoniak in Betracht zu ziehen, wo er direkt genutzt werden kann, zum Beispiel im Schiffsverkehr. Vielleicht noch ein Hinweis, sozusagen, also das ist wieder Teil dieses Hypes, dass man alle jetzt glauben, weil man eben Ammoniak schnell produzieren und auch gut transportieren kann, ist das jetzt eine große Rolle. Wie gesagt, das wird für den direkten Einsatz in der chemischen Industrie, wird das zunächst erstmal prioritär sein. Das ist nicht spannungsfeldfrei. Das ist natürlich dann Ammoniak, der hier nicht mehr produziert wird, fossiler. Das ist eine industriepolitische Debatte. Und wenn man sich dann so die großen Ammoniakhersteller in Deutschland anguckt, Stickstoffwerke Piesteritz, größter industrieller Kern in Sachsen-Anhalt, ob dann die beste Nachricht für den Wasserstoffhochlauf ist, dass wir mit viel, viel Staatsgeld die Produktion dort ersetzen, das steht auf einem anderen Blatt, zeigt aber nochmal die Debatten, die da kommen. Ammoniak wird im Bereich der Wasserstoffbereitstellung eine interessante Nischenanwendung, weil wir haben am Wasserstoffrat gerade neulich eine sehr interessante Präsentation der holländischen Kollegen gehabt, weil das Ammoniak-Cracking konkurriert mit der Wasserstoffspeicherung. Also, weil wir können es ja nicht so vorstellen, dass wir Wasserstoff sozusagen 24/7 verbrauchen, sondern gerade in einer Welt, wo es um Industrie geht und um Kraftwerke geht, wird das ja sehr hohe Volatilitäten haben, wie wir das beim Strombedarf auch schon haben. Und da kann es in den Hochbedarfszeiten sehr interessant sein, auch Ammoniak-Cracking zu machen. Und das wird mit Blick auf den reinen Wasserstoff die interessanteste Variante sein, weil in diesen Stunden auch sehr hohe Wasserstoffpreise aufgerufen werden. Weil der Wasserstoffpreis ist ja kein Jahrespreis, der wird am Ende des Tages sich auch vom Bedarf abhängig sein. Und da kann das eine Rolle spielen. Aber der große Bedarf, den wir für die nächsten 10 bis 15 Jahre haben, und das muss man immer wieder deutlich sagen, ist nicht Ammoniak oder Wasserstoffderivate, sondern ist Wasserstoff. Und wenn wir Wasserstoff aus Derivaten herstellen, addiert das einfach ganz schnell nochmal beträchtliche Kosten obendrauf, wofür wir das Geld sowieso schon nicht haben. Und das ist vielleicht nochmal ein Rückbegriff auf diese H2Global-Ausschreibung. Ich bin ja da sozusagen durchaus ein Kritiker, weil man hat vor lauter Begeisterung, wir machen jetzt einen globalen Markt für Wasserstoff, sich auf das konzentriert, was am einfachsten bereitzustellen geht, was wir aber zumindest kurz- und mittelfristig gar nicht so wirklich prioritär brauchen.
Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem, was den Wasserstoffhochlauf in Deutschland für die Industrie, für die Kraftwerke, für den Schwerlastverkehr bestimmen wird, ist, wie kommen wir an günstigen Wasserstoff? Und angesichts der Kostensituation wird das ganz überwiegend Pipeline-Wasserstoff sein. Und deswegen muss man diese Debatten trennen und darf sie nicht immer wieder vermischen. Ja, danke. Es gibt noch eine weitere Frage zur H2Global-Ausschreibung. Und zwar, woran liegt das, dass die Auktion für Sustainable Aviation Fuels nicht erfolgreich war? Herr Altenburg, können Sie dazu was sagen? Gebe ich gern an die anderen, aber ich meine, ein Punkt, den wir noch nicht so besprochen haben, ist eigentlich, woher kommt der Bedarf der Industrie? Und das ist natürlich auch eine Frage, wie hoch wird entweder CO2 besteuert oder gibt es Beimischungsquoten, die sukzessive hochgesetzt werden, zum Beispiel in der Luftfahrt, ne? Und je ambitionierter man die Ziele dort setzt, desto mehr steigt natürlich auch die Nachfrage nach grünem Wasserstoff, ne? Und von daher ist, glaube ich, diese regulatorische Sache, also wir sprechen hier im Moment nur über Angebote und gegebene Preise, aber die Preise entstehen ja letztlich, weil es um Klimapolitik geht. Es geht ja um die Dekarbonisierung der Wirtschaft und natürlich lohnt sich das alles betriebswirtschaftlich nicht, sozusagen, wenn man davon ausgehen kann, wir können weiterhin CO2 emittieren, ja? Sondern das klimapolitische Ziel muss ja sein, sozusagen die Dekarbonisierung voranzubringen. Und dann gehören da diese industriepolitischen Instrumente eben auch dazu oder regulatorischen Instrumente, wie zum Beispiel eben die Beimischungspflicht. Und dann entsteht natürlich ein Markt. Also dann wird die Nachfrage da auch steigen. Ja, danke für den Hinweis nochmal zum Thema Nachfrage, jetzt nochmal zum Thema Lieferung. Herr Mattes, Herr Wachsmuth, können Sie was dazu sagen, warum die Auktion für SAF nicht erfolgreich war? Es gibt, glaube ich, zwei Gründe. Es waren wenig Anbieter, weil die Technologie, die da verwendet wird, Fischer-Tropsch-Verfahren, wird nur noch in wenigen Staaten der Welt betrieben. Südafrika war der letzte verbliebene Gebieter. Und da lag es dann daran, an der Aufteilung, wie der eingesetzte grüne Wasserstoff auf die unterschiedlichen Produkte einer Raffinerie umgelegt wird. Da sind die europäischen Standardisierungsbedingungen, dass wenn man in einer Raffinerie und beim Fischer-Tropsch-Verfahren Wasserstoff einsetzt, dann werden die grünen Anteile proportional umgelegt auf die unterschiedlichen Produkte, die da rauskommen. Und die SAF-Hersteller wollten, dass der grüne Wasserstoff, der dort in der Fischer-Tropsch-Anlage eingesetzt wird, dass der ausschließlich auf dieses kleine Segment des Sustainable Aviation Fuels umgelegt wird. Andererseits, anders wäre das kostenseitig nicht darstellbar gewesen. Und die letzte Sache war, und das ist die Kritik an H2Global, es ist einfach zu wenig, zu kurz. Das Geld, was da aufgerufen worden ist. Und das ist die entscheidende Frage. Wie können wir längerfristig berechenbar erhebliche Geldmittel aufbringen, die wir auch im Bundeshaushalt dann am Ende des Tages darstellen können? Und da sind die Signale natürlich im Moment nicht so gut. Wie gesagt, wir haben noch andere Sektoren, das ist auch gefragt worden, Methanol und Ammoniak. Das sind als Schiffstreibstoffe, wird Methanol und auch Ammoniak eine Rolle spielen. Da haben wir Quotenverpflichtungen, die sind jetzt für die nächsten Jahre relativ gering, aber da gibt es eine kleine Nachfrage. Da werden wir dann auch bei H2Global sehen, wie das Ausschreibungssegment für Methanol dann rauskommt. Aber mittelfristig müssen wir H2Global, wenn man es denn weiter betreiben will, umgestalten und umausrichten auf reinen Wasserstoff, weil das ist das, was wir brauchen für die nächsten 10 bis 15 Jahre und nicht etwas, was man zwar einfach transportieren kann, wo es aber industriepolitische Diskussionen geführt werden müssen und wo es dann am Ende des Tages auch wieder zur Kostenwahrheit kommt. Dankeschön. Sie meinten gerade, H2Global ist zu wenig und zu kurz. Mit zu kurz meinen Sie, dass sich die Exportländer nicht langfristig sicher sein können, dass dann Abnahmemengen bestehen, oder? Wenn Sie einen 10-Jahres-Vertrag kriegen für eine relativ geringe Menge, die ja komplett aus dem Bundeshaushalt bezahlt wird, was ein Konstruktionsfehler ist des ganzen Systems, dann lohnen sich eben die Auf- und Umbau dieser Technologien nicht. Und das ist ein Problem, wie gesagt, zumal es eben nicht
die Priorität Nummer eins ist im Moment. Schön, noch eine Frage an Herrn Altenburg, ja, zum Thema Beziehungen zu Exportländern. Deutschland will in verschiedenen Ländern im globalen Süden Wasserstoffproduktionskooperationen. Und der Journalist oder die Journalistin, die die Frage gestellt hat, war vor kurzem in Namibia. Da ist noch nichts von diesen Projekten zu sehen. Wie realistisch schätzen Sie das ein, dass Länder wie Namibia ja, in entsprechenden Mengen Wasserstoff liefern können? Namibia ist natürlich ein Land, was nahezu unschlagbar ist in der billigen Erzeugung von erneuerbarer Energie. Also es gibt nur wenige Länder, die so günstige Standortfaktoren haben. Insofern ist das eine langfristige Chance, aber es gibt eben eine ganze Reihe von Dingen, die absehbar jetzt auch nicht so schnell gelöst werden können. Also das eine sind eben diese hohen Kapitalkosten. Also es lohnt sich nicht zu investieren. Dann ist sozusagen die Unsicherheit über die langfristige Abnahme. Also das ist eben zu kurz und zu wenig sozusagen bei den Midstream-Instrumenten wie H2 Global. Und es gibt sicherlich auch keine große Begeisterung in der Bevölkerung für Projekte, die rein exportorientiert sind. Also Namibia ist neben Südafrika, glaube ich, das ungleichste Land der Welt. Und da große Exportenklaven zu machen, die eindeutig nur für den Export sind, ohne glaubwürdige Versprechen, dass die Investitionen hier der Bevölkerung zugutekommen, das wird politisch nicht so leicht durchsetzbar sein. Also von daher gibt es auch da Kritik und dann eben den Wunsch, wenn große Anlagen gebaut werden, dass es eine klare Benefit-Sharing-Sache gibt. Die Regierung hat eine Wasserstoffstrategie, in der sehr optimistische Annahmen getroffen werden über Arbeitsplätze, über Wertschöpfung in vorgelagerten Bereichen, dass Solarmodule und so weiter im Land produziert werden, was aus meiner Sicht vollkommen unrealistisch ist, weil eben Namibia da nicht mit China oder anderen Ländern konkurrieren kann, sodass also diese ganzen Annahmen über gesellschaftlichen Nutzen wirklich nicht einer Überprüfung standhalten. Und da bräuchte man schon irgendwie eine Art Sozialvertrag, dass man sagt, wir bauen sowas auf in einem Sinne, dass in dem Sinne, dass die entweder direkte Ressourcendividenden an die Bürger ausgeschüttet werden oder dass, sagen wir mal, Strom oder entsalzenes Meerwasser über den Eigenbedarf hinaus zur Verfügung gestellt wird. Also Dinge, die der Bevölkerung zugutekommen. Und sonst gibt es keine Akzeptanz, also gerade in den Ländern, die so eine koloniale Tradition haben. Und ja, im Moment hängt es an den Kostendifferenzen. Und wir sehen ja auch einen gewissen politischen Backlash in gewisser Weise. Also ich denke, in der EU wird der Green Deal zunehmend unter Beschuss kommen. Wenn in den USA einen Regierungswechsel haben und so weiter, dann wird insgesamt das Klima für die Subventionen von Klimaschutzmaßnahmen abnehmen. Und das wissen natürlich auch Investoren und wissen Regierungen. Also von daher ist, glaube ich, im Moment das Vertrauen der Investoren nicht so gut. Ja, danke schön. Vielleicht noch eine Frage und dann würde ich langsam zum Ende kommen. Herr Wachsmuth, es gab eine Frage zu den IPCEI-Förderungen. Also da geht es auch um Verzögerungen und dass die meisten Projekte für grünen Wasserstoff es ja noch nicht zur Final Investment Decision geschafft haben. Jetzt gibt es einige IPCEI-Förderungen und Auktionen, die erfolgreich entschieden wurden. Wie schnell rechnen Sie jetzt damit, dass es zu Investmententscheidungen kommt? Ja, also die Verzögerungen sind vor allen Dingen auch darin begründet, dass wir einen relativ aufwendigen Rahmen zur Notifizierung staatlicher Beihilfe in der EU haben, die eigentlich durch IPCEI verbessert werden sollten. Das ist jetzt am Anfang noch nicht so ganz so geglückt, wie man sich das erhofft hatte, ist aber dadurch, dass wir jetzt inzwischen neuere Regeln auf EU-Ebene haben, dabei, diesen Rahmen so anzupassen, dass man da auch zügiger zur Entscheidung kommen kann. Ich glaube schon, dass einige der verzögerten FIDs jetzt damit zu tun hatten, dass wir eben an einigen Stellen auch auf Fördermittel gewartet haben. Wir haben gerade erst die erste Auktion der Europäischen Wasserstoffbank abgeschlossen. Wir haben gerade die erste Runde der Klimaschutzverträge gesehen, die jetzt noch nicht mal final ausgewertet ist.
Und wir haben jetzt gerade diese ersten Förderbescheide unter IPCEI bekommen. Und in dem Sinne gehe ich schon davon aus, dass zumindest der starke Backlash, den wir jetzt bei FIDs hatten, damit etwas zurückgehen wird. Das heißt aber nicht, dass die jetzt auf einmal reihenweise da, wo keine Förderung stattfindet, kommen werden, sondern wir brauchen weiter solche Förderinstrumente, um die FIDs möglich zu machen. Okay. Und Dankeschön. das Jetzt ist es ist schon 10 ja. Uhr. Falls Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich vielleicht noch eine Abschlussfrage an Sie stellen. Ist das in Ordnung? Genau. Und dann, ja, fände ich es zum Ausblick schön, von Ihnen zu hören, was jetzt aus Ihrer Perspektive der nächste wichtige Schritt ist, jetzt nach der Veröffentlichung der Importstrategie. Also, was kommt momentan zu kurz? Was müsste unternommen werden? Gerne Herr Mattes, Herr Altenburg, Herr Wachsmuth, der Reihenfolge ganz kurz. Ja, also wir müssen, glaube ich, das Geld sichern. Das ist die, also ich meine, wir haben im Moment für die Stahlprojekte und für die IPCEI-Projekte, wir haben auf der Nachfrageseite jetzt so ungefähr 8 Milliarden Euro gesichert, wo gesicherte Nachfrage jetzt bezahlt wird. Das wird jetzt auch zu FIDs führen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Aber es ist natürlich mit Blick auf die Ziele, die wir haben, überhaupt nicht genug. Das muss man sich sehr klaren, wenn wir die Mittel für Wasserstoff nicht verdoppeln oder verdreifachen, werden wir die Ziele nicht erreichen und dann wird Deutschland als ein verlässlicher Importmarkt auch nicht entstehen. Und wir müssen anders denken. Wie gesagt, es war eine Frage, die Geldfrage, H2Global. Die Frage, dass die deutsche Bundesregierung über so eine Stiftung als Käufer auftritt, und dann versucht, den Wasserstoff wieder zu verkaufen, das ist einfach bei den verfügbaren Geldmitteln zu wenig, sondern wir brauchen eher Lösungen, wo wir die professionellen Midstream-Unternehmen, die wir ja im Erdgas und in anderen Bereichen haben, wie wir die mit Ausfallbürgschaften versehen können und damit sehr viel mehr Volumen hebeln können. Das ist ein Strategiewechsel, der notwendig ist und der auch unumgänglich ist. Letzte Sache noch, es war noch die Frage nach China und Elektrolyse. Chinesische Kosten sind immer ein großes Mysterium. Aber was wir so an Gerüchten aus dem Markt hören, ist, dass aus China Angebote kommen, die etwa bei der Hälfte der europäischen Kosten liegen oder Preise liegen, sagen wir es mal lieber so. Ob sich das materialisiert, werden wir sehen, gerade bei den internationalen Projekten. Aber wie gesagt, das ist eine technologische und Weltmarktführerfrage. Die Kosten wird so im Bereich von 10 bis 15% verändern. Aber wir dürfen hier aus meiner Sicht den Fehler, den wir bei der PV gemacht haben, nicht wieder machen, gerade weil es überschaubare Kostenpositionen sind und weil es in Bezug auf die technologische Entwicklung für Europa eins der letzten Felder ist, die noch nicht besetzt sind, wäre es sinnvoll, hier solche Vorschriften zu machen, für europäische Anteile, für europäische Technologien und so weiter. Das ist bei der Solarenergie, Stichwort Resilienzbonus, jetzt gescheitert und wir werden, glaube ich, nochmal einen neuen Versuch unternehmen müssen, dass wir bei Elektrolyseanlagen nicht wieder in die gleiche Falle laufen. Danke für die Einschätzung, Herr Altenburg. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also das erste Stichwort ist halt Sicherheit für den Markthochlauf schaffen. Und das zweite ist in der Tat, die Mittel, die man dafür braucht, als Investitionen zu begreifen. Also wenn man sich überlegt, wie wird die Wirtschaft der Zukunft aussehen. Sie wird sich um Dekarbonisierung natürlich drehen, vermutlich langsamer, als wir uns das wünschen würden, aber sozusagen, das sind die Technologiefelder der Zukunft und das ist einfach kluge Industriepolitik, das zu antizipieren. Und das haben die Chinesen getan, das haben die Amerikaner versucht, Inflation Reduction Act und so weiter stärker zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Geist eigentlich des European Green Deals. Aber das ist eben wirklich sind zu kleine Brötchen. Und ich meine, es geht letztlich um die Dekarbonisierung, die alternativlos ist. Ja, Dankeschön. Herr Wachsmuth, wollen Sie noch ergänzen? Ja, vieles Wichtige wurde schon gesagt. Nochmal einmal unterstreichend, dass die Absicherung, langfristige Absicherung entsprechender Mittel zentrale Priorität hat, um eben die Importe wirklich
auch anzureizen, also die Aufbau entsprechender Kapazitäten. Daneben klang auch ein bisschen an, dass wir eigentlich industriepolitisch noch mal stärker überlegen müssen. Das ist, bezieht sich einerseits auf die Elektrolyseure, wie Herr Mattes das gesagt hatte. Im Moment umgekehrt haben wir das Problem noch nicht ganz groß gesehen bei der zum Beispiel der Auktion unter der Europäischen Wasserstoffbank, wo eher europäische Hersteller wohl zum Zuge kommen. Aber mittelfristig droht diese Gefahr und deswegen ist das ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen aber auch weiterdenken, was industriepolitische Ausrichtung angeht. Wir haben vorhin schon, klang schon an, bei Ammoniak ist es so, wenn wir Ammoniak importieren, dann ist das im Prinzip erstmal eine Verdrängung auch der Ammoniakherstellung in Deutschland und Europa. Umgekehrt bei Stahl haben wir uns gerade eher für einen anderen Weg entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen hier vor allen Dingen Wasserstoff, wenn dann importieren und den Stahl komplett über die Zwischenschritte in der Vorkette hier herstellen. Aber im Moment scheint mir das noch etwas zufällig zu sein, weil gerade es Ammoniak verfügbar gibt, sagt man da, wandern vielleicht dann gewisse Teile ab, ohne dass man das steuert. Und hier brauchen wir eigentlich eine ganz klare industriepolitische Strategie. Welche Wertschöpfungskettenteile wollen wir in Deutschland und Europa halten und welche sind wir auch bereit auszulagern? Okay, Dankeschön. Ja, wir haben jetzt schon 6 Minuten überzogen, deswegen würde ich langsam zum Ende kommen. Aber ja, vielen Dank erstmal an Sie, liebe Experten, dass Sie heute hier waren und so viele Fragen beantwortet haben. Vielen Dank auch an die Journalistinnen und Journalisten, die hier teilgenommen haben und Fragen gestellt haben. Ja, ich hoffe, dass Sie interessante Punkte mitnehmen können. Ich fand es eine sehr spannende Stunde. Ja, und auch ein großes Dankeschön an meine Kolleginnen und Kollegen von mir, die im Hintergrund unterstützt haben. Dann wünsche ich Ihnen jetzt allen noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.